Hallo, 11. Juli 2012, eine Lichtgeschwindigkeit. Mein Thema ist heute, hier, Celeste, hellblau, weiß gestreift, Argentinien, die Flagge Argentiniens, mit dem wunderschönen Skiläufer, und man weiß in den Anden, Los Andes, Cordilleren auch genannt, gibt es grandiose alpine Skigebiete. Argentinien, das Mares de Plaza de Mayo, das ist das Thema. Gericht verurteilt frühere Diktatoren. Argentinien, Militärs hatten inhaftierte Oppositionelle die Kinder weggenommen. Es sind also viele, viele tausende junge Leute, nämlich mein Jahrgang, meine Freunde, ich habe solche Überlebenden in München dann kennengelernt später, umgebracht worden vom argentinischen faschistischen Militär, General Videlas und so weiter, Videla, Bignone. Und jetzt ist das also 50 Jahre her, ich bringe das gleich. Und das Irre ist, es gibt in Argentinien wirklich europäische Hochkultur im Vergleich, also argentinisch erste Welt. Vom Internet-Software-Unternehmen bis zum Fußball, bis zur Wissenschaft, das gibt es alles. Argentinien ist sehr auf Paris ausgerichtet, schon seit vielen Jahren. Und es gibt zum Beispiel in Argentinien tolle Musik. Nicht nur die moderne Tango-Geschichte, sondern es gibt auch wunderbare Folklore-Musik. Und ich denke an Los Chalchaleros, die ich selbst kennenlernen durfte, mit denen wir zusammen Beatles-Lieder gespielt haben, und da gibt es das wunderbare, berühmte Lied Samba de los Chalchaleros, die Samba der Glühwürmchen. Diese Chalchaleros waren auch zu Zeiten der Militärdiktatur in Argentinien sozusagen bei Hofe, und das ganze Kultur in einem Staat findet dann eben auch relativ unmoralisch statt. Wir kennen das in Deutschland von Leni Riefenstahl und Heinz Rühmann, Los Chalchaleros, und haben das wunderbare Lied Chalchaleros, die Glühwürmchen, gesungen. Ich versuch's mal hier. Temblor la luna.
Alpenfolklore im Dreivierteltakt, synkopisch und dazu aber hier aus dem Kölner Stadtanzeiger vom Samstag, Sonntag, 7. Juli, also vergangenes Wochenende, und hier sind diese Mörder abgebildet, mit denen auch die Chalchaleros ihre Gesellschaftsübereinkünfte hatten in Buenos Aires. Argentinien-Militärs hatten inhaftierten Oppositionellen die Kinder weggenommen, von Klaus Ehringfeld im Kölner Stadtanzeiger. Der frühere argentinische Militärmachthaber Jorge Videla ist wegen des Raubes von Kindern von Diktaturopfern zu 50 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Buenos Aires befand den 86-Jährigen schuldig, systematisch Babys politischer Gefangener zur Adoption an Mitglieder oder Unterstützer der Diktatur freigegeben zu haben. Videla war von 1976 bis 1981 Chef der argentinischen Militärjunta. Sein Nachfolger Reinaldo Bignone muss für 15 Jahre hinter Gitter. Videla, der bis heute keinerlei Reue für seine Taten zeigt, nahm das Urteil weitgehend teilnahmslos hin. Er sitzt wie Bignone bereits wegen Aburteilungen in anderen Fällen von Menschenrechtsverbrechen hinter Gittern. Während der Diktatur zwischen 1976 und 1983 wurden rund 30.000 Oppositionelle verschleppt. Leute meines Jahrgangs, junge Leute damals. Viel später getötet. Videla galt als der intellektuelle Drahtzieher der Ideologie, alle Linken und Linksliberalen zu vernichten. In jenen Jahren kamen rund 500 Babys von politischen Verfolgten in Diktaturgefängnissen zur Welt und wurden nach der Geburt ihren Müttern geraubt. Während die Eltern unter oft bis heute ungeklärten Umständen umgebracht wurden, nahmen meist kinderlose Offiziere die Kinder an sich, adoptierten sie und gaben ihnen einen neuen Namen. Seit 3 Jahrzehnten sucht die Menschenrechtsorganisation Mütter der Plaza de Mayo nach den Kindern der Desparecidos, der verschwundenen Oppositionellen. Fast 90 junge Erwachsene wurden bis heute gefunden und haben nach Gentest ihre wahre Identität entdeckt. Videla hatte noch vor kurzem den Raub in gewisser Weise gerechtfertigt, als er sagte, die Mütter der Kinder seien Terroristinnen gewesen. In dem Prozess ging es um die Fälle von 35 Babys oppositioneller Frauen. Die Verhandlung begleiteten hunderte Angehörige von Opfern und Menschenrechtsaktivisten. Die Urteile nahmen viele von ihnen mit Tränen und Freudenschreien auf. Das Schicksal der Zwangsadoptierten griff die argentinische Autorin Elsa Osorio in ihrem Roman A Veinte Años, Luz. Mein Name ist Luz. 1998 auch literarisch auf. Der Anstoß zu neuen Nachforschungen über die Kinder und die Verbrechen der argentinischen Militärdiktatur geht auch auf dieses Buch zurück. Also dieser Videla ist jetzt 86, jetzt verurteilen sie ihn so langsam, wie toll, das ist ja eine schöne Genugtuung. Und die Elsa Osorio in ihrem Roman A Veinte Años, das heißt wohl 50 Jahre Licht, mein Name ist Luz, also Luzi, 50 Jahre Licht. Das ist hier Kölner Stadtanzeiger, das ist aktuell.
Und um noch aktueller zu sein, hier aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von gestern, 10. Juli, Gerangel im Schweinestall, heißt es hier. Die argentinische Regierung, die Frau Kirchner, die jetzt da Präsidentin ist, gewählt, demokratisch im weitesten Sinne, und die Gewerkschaften stehen vor einer Machtprobe, und da kommt nun auch das Problem in einer sogenannten Demokratie wie Argentinien zum Tragen, wo es einfach an aufgeklärtem Bewusstsein der Leute letztlich mangelt. Und dann gibt es da eben die Sozialisten, die über die Gewerkschaften versuchen, auch die Macht zu nehmen. Die Regierung von Frau Kirchner kennt jetzt nur noch loyale Gefolgsleute oder Feinde. So sieht das in der Demokratie in Argentinien heute aus, und da hat der Gewerkschaftsboss die Strategie, quasi Posten auszuschachern für seine eigene Familie oder eben zu sabotieren, politisch dagegen zu gehen. Und nun sagt Frau Kirchner, den Gewerkschaftsboss soll man mittels der Justiz loswerden. Ja, das sind diese Sachen, die wir auch in Rumänien haben. Und es ist einfach unwahrscheinlich schwierig. Und wir sehen in Argentinien das riesige Land, dann europäisch orientierte, ja, kapitalistische Produktion, die sehr erfolgreich ist, Universitäten, die etwas leisten, Künstler, die etwas leisten in Argentinien, und dann gibt es einfach unwahrscheinlich viele, viele Leute, die nicht wissen, was sie tun sollen in dieser riesigen Stadt Buenos Aires, Landflucht, unwahrscheinlich viele Leute in den Vorstädten, die dort in Pappkartons und Blechbuden wohnen. Argentinien heute. Also, schönen Dank hier. Und ich war in Argentinien, es hat mich alles sehr, sehr beeindruckt, und ich finde, das ist herzzerreißend, was dort für Probleme weitergetragen werden, und die Liebe und der Hass. Na gut, also. Me gustaba andar trajinando cenas.